Musiktheorie, der Quintenzirkel. Musiktheorie kann frustrierend und anspruchsvoll sein. In diesem und anderen Videos werde ich dir mit dem Quintenzirkel aber das Analyseinstrument schlechthin erklären, mit welchem du nahezu jedes Problem in der Musiktheorie lösen kannst. Grundsätzlich erfüllt der Quintenzirkel zwei Funktionen. Zunächst können wir aus ihm die Anzahl der Vorzeichen einer Tonart einfach ablesen. Folglich gibt es den Quintenzirkel in zwei Versionen. Einmal für Dur-Tonarten und einmal für Moll-Tonarten. Zum anderen gibt er uns auch die konkrete Reihenfolge und damit die Namen der Vorzeichen genau an. Zunächst aber zu seiner ersten Funktion. Hier siehst du den Quintenzirkel in Dur. Da es nun anspruchsvoll ist, sich diese Reihenfolge zu merken, gibt es einfache Merksprüche. Für die rechte Hälfte des Kreises lautet dieser Geh du alter Esel, hole Fische. Für die linke Seite lautet er Für beide Esser aß dessen Gesell. Nun unterscheiden sich diese beiden Hälften des Zirkels in ihrer grundsätzlichen Vorzeichenart. Die rechte Seite umfasst alle Durtonarten, die ausschließlich Kreuzvorzeichen besitzen. Die linke Seite umfasst alle Durtonarten, die ausschließlich B-Vorzeichen besitzen. Um nun die Anzahl der Vorzeichen ablesen zu können, nummerieren wir den Zirkel in jeder Hälfte mit den Zahlen von 1 bis 6 durch. Das C ganz oben erhält die 0. Entsprechend dieser Zahl besitzt nun auch eine Tonart die entsprechende Anzahl an Vorzeichen. A-Dur hat zum Beispiel 3 Kreuze, da es die Ziffer 3 erhält und auf der rechten Seite des Zirkels steht. Des-Dur hat beispielsweise 5 B-Vorzeichen und so weiter. C-Dur besitzt hingegen gar keine Vorzeichen. In diesem ersten Schritt geht es also nur um das Ablesen der Position einer Tonart im Quintenzirkel. Wir wissen nun also, ob eine Tonart grundsätzlich Kreuz- oder B-Vorzeichen hat und wie viele Vorzeichen es insgesamt sind. Im zweiten Schritt müssen wir nun die konkrete Reihenfolge der Vorzeichen ablesen. Dies ist also die zweite Funktion des Quintenzirkels. Hierfür ziehen wir zunächst eine Linie zwischen F und B-Dur. Gehen wir nun von dieser Linie aus nach rechts. Angefangen beim F erhalten wir die Reihenfolge der Kreuzvorzeichen. Gehen wir von dieser Linie aus nach links. Angefangen beim B erhalten wir die Reihenfolge der B-Vorzeichen. Die Kreuzvorzeichen lauten also Fis, Cis, Gis, Dis, As und Es. Die B-Vorzeichen lauten B, S, As, Des, Ges und Ses. Die Reihenfolge der Vorzeichen ist dabei unveränderlich. Hier ein Beispiel. Wir wissen, dass A-Dur 3 Kreuze hat, da es auf Position 3 steht und rechts im Quintenzirkel. Nun lesen wir entsprechend der Linie zwischen F und B die Vorzeichen konkret ab. Da es sich um Kreuzvorzeichen handelt, lesen wir von der Linie aus nach rechts. Also hat A-Dur die Vorzeichen Fis, Cis und Gis. Das Wichtigste nochmal zusammengefasst. Durch die Position im Quintenzirkel lässt sich die Anzahl der Vorzeichen einer Tonart bestimmen. Anhand der Linie zwischen F und B lässt sich die Reihenfolge der Vorzeichen konkret ablesen. Du hast noch Fragen? Dann schaue dieses Video einfach nochmal von vorn oder suche im Internet nach weiteren Websites. Natürlich kannst du auch nochmal in dein Musikbuch schauen oder deinen Lehrer fragen.